Ich kann meinen auch bedienen. So, kannst du ja links oben sehen. Kannst du Engine an- und ausmachen mit F und mit C kannst du Hover anmachen. Genau. Weil dann kannst du auch normal rumspringen, ohne dass du gleich losfliegst, wenn du F ausmachst. Das wäre ja ganz hilfreich, ne? Dass du nicht immer fliegst, sondern nur, wenn du es brauchst. Oh oh. Ja, bitte? Oh oh, vor allem, das höre ich nicht gerne. Wo bist du? Hallo? Was macht denn F jetzt? F macht das Jetpack aus. Ah, das will ich ja nicht. Ja, aber dann, sonst kannst du nie irgendwo hochspringen oder so, ohne dass du gleich losfliegst. Das wäre doch ungünstig, ne? Okay, was machen wir jetzt mit der neuen Power? In den Nether gehen und mehr Sachen abbauen? Weil wir haben Gas vor allem töten. Weil wir haben keinen Kopper mehr. Ich würde jetzt tatsächlich in den Nether gehen, ja. Ich würde mein Jetpack erstmal nochmal aufladen wollen. Hast du nicht auf 100% gemacht? War er. Na, jetzt hast du vielleicht 97, da passt viel rein. Nee, ich war schon auf 80. So. Was? Na, dann hast du aber Dauerfeuer gehabt hier. Okay, bist schon drin? Ja. Ach ja, natürlich haben wir keinen Sturzschaden wegen den Longfall Boots, ne? Also können wir uns einfach fallen lassen vom Jetpack. Ja, ja, die Freerunner haben wir. Freerunner, ja, nicht Longfall. So hießen die, glaube ich, früher, ein bisschen merkwürdig. Wo ist der Gas? Ich mach den tot. Ich hab ihn eben nicht gehört, ich bin einfach direkt losgerannt. Mistvieh, wo bist du? Oh, ist das schön. Boah, ich flieg fast in die Lava hier rein. vielleicht sollten wir zusammen irgendwo hinfliegen, sonst, wo bist denn du? Keine Ahnung, ich bin einfach losgeflogen. Sollen wir zurückkommen? Warte, ja, ja, das Portal, ich bin hier einfach nur runtergesprungen. Guck mal, hier. Hier, so. Und du merkst, unser Hover-Mode ist nicht wirklich Hover. Wir sinken immer ein bisschen ab. Mit besseren Jetpacks hovern wir dann wirklich auf einer Stelle. Ohne zu sinken. Da müssen wir bessere bauen. Gut, Metall sammeln erstmal. Tin. Jawohl. Wir haben noch kein Tin mehr. Ja, doch, inzwischen schon. Aber es mangelt an ziemlich viel aktuell. Also müssen wir einfach alles mitnehmen, was da ist. Wir brauchen aber auch Sachen wie Gold und Redstone. Sowas findet sich hier eigentlich auch. Ich weiß. Aber aus irgendeinem Grund finde ich es nicht. Ich weiß nicht, warum. Du Pesti, mittlerweile weiß ich ein bisschen, was abgeht. Ja, ich weiß nur... Oh! Ich versuch's. Ich hab's anscheinend defused. Oh, da unten ist auch Lapis. Hier, weiter unten. Auf Lavahöhe. Weißt du was? Nervt, dass die Ores nicht im Vein Miner drin sind. Sind sie? Nee. Doch, bei mir schon. Ach so, ja. Dein Atomic Disassembler hat ja ein eigenes Vein Miner. Ja, leider. Das funktioniert nicht mit den globalen Konfigurationen. Das ist das Problem. Kann man das irgendwie umändern? Naja. Nee. Ja, nee, was denn jetzt? Ich muss bei meinen selber Shift gedrückt halten, damit es funktioniert. Das ist die globale Config. Deiner hat eine eigene Konfiguration dafür. Und ich weiß nicht, ob die Modpack-Autoren darauf Einfluss haben. Oh oh. Boah, ich hab den kritisch getroffen, die Sau. Das ist einfach eine Einschränkung von der Mod und von deinem Crafting-Tool. Vielleicht willst du ja ein anderes haben. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Brauchen wir Lapis? Nee. Ich weiß nicht. Ich hab's jetzt mitgenommen. Ist ein kleiner EMC-Spender. Weißt du, so kann man das sehen. Huch! Ich war's nicht. Nein, ich war's. Ich weiß es. Man sieht gar nicht mehr auf. Ja, ich habe eingestellt, dass eine Explosion die nächste triggern kann. Ja. Als Ausgleich dafür, dass uns Zombie-Pigmen nicht angreifen. Aber weißt du, womit ich Probleme habe? Die Explosion. Lapis von Kobalt zu unterscheiden. Zumindest in den Vanilla-Texturen. Ja. Aber hier gibt es sowieso kein Kobalt. Also keine Panik. Auch kein Shiny? Kein Platin? Doch, das gibt es hier. Aber Kobalt ist Tinker's Construct. Deshalb haben wir das hier nicht drin. Das war ein Ghast. Achso, nein, ich habe Glowstone abgebaut. Ist günstigerweise auch im Vein Miner drin. Das ist eine sehr feine Sache. Oh oh. Ach ja, wir könnten jetzt eigentlich mal einen Server-Stresstest machen, denn ich habe eine Schaufel, die hunderte oder tausende Blöcke abbauen kann. Ich kann mit Vein Miner Sand abbauen. Wie wäre es Server-Stresstest? Wie gut ist Glenwands Server wirklich? Aua. Ja, okay, warte. Ich komme zu dir, dann kannst du es gerne machen. Und ich garantiere dir, wir kriegen ein Timeout. Wir müssen aber erstmal Sand finden. Ich habe Sand gefunden. Bist du in der Oberwelt? Ach so, in der Oberwelt. Naja, nee. Im Nether gibt's keinen Sand, ne? Ja, Soul Sand. Ich weiß nicht, ob der auf der Liste ist. Ich habe auch was gefunden. Ich habe einen Gas getriggert. Wo ist der? Ich sehe ihn. Da. Ich habe auch. Wir können es mit Soul Sand versuchen. Ich weiß nicht, ob Vein Miner da drin ist. Boah, scheiße, Mann. Dann sind wir so langsam.
Da, nimm dies. Oh. Oh, guck mal hier. Hier ist Nether Platinum Ohr. Dein Shiny Ohr. Shiny. Hier, im Ohr. Hier rechts hinter dir. Warte, ich muss mich angucken. Ja, ich sehe schon. Den Undertaker kümmern. Ja, mach das mal. Hier ist wieder ein Spawn Wither Skeleton. Den kannst du ruhig nehmen. Mein Inventar ist voll. Du hast doch ein Bag. So sieht es aus. Ja, gut, dann nehme ich das halt. Ding. Spawn Wither Skeleton Skull. Und 65 Gehirne. Hier ist noch irgendwo ein. Da! Ja, ich weiß, ich höre es. Mistvieh! Oh! Haben wir dich tief gefallen? So hoch gestiegen, um so tief zu fallen. Nein, das Ding ist schneller als ich. Hahaha! Mit F schnell ausgetrickst. Ja, dann kannst du natürlich schnell sinken. Der ist unter mir geflohen und dachte, boah, ich bin nicht schnell genug. Und ja, mal schnell F gedrückt und schön den Atomic Disassembler ins Brain geschlagen. Glenvan, ich stehe vor einer großen Herausforderung. Vor einem großen Haufen Soul Sand. Soll ich mal probieren? Ich bin über dir. Soll ich mal probieren, ob das funktioniert? Ich weiß nicht, ob Vayne Miner aktiv ist auf Soul Sand. Mach. Probier es einfach mal. Oh, guck mal. Ja, Vayne Miner hat nämlich einen bestimmten Radius. Da hast du schon vorher geguckt, wa? Ja. Extra einen Schutz drin, ja. Das ist auch eine clevere Sache eigentlich. Nee, das habe ich bei Bäumen, merkst du das eigentlich, wenn du anstatt den ganzen Baum immer nur einen Teilbereich abbaust. Ja. Es gibt ich das auch? Nee, ich kann das wieder nicht. Nee. Es gibt bestimmt eine Config, mit der man das Vayne Miner Limit aushebeln kann. Einfach sagen, no limit oder limit gleich null oder sowas, weißt du? There's no limit. Oder limit false, keine Ahnung, gibt's bestimmt. So, ich gehe jetzt wieder zurück, ich brauche nichts mehr. Gut, dass ich das Portal nicht auf der Map habe. Hm. Aber ich sehe es. Wessen Schuld ist das wohl? Meine. Ja, kannst du mal sehen. Aber ich hab's schon gefunden. So, viel Kram haben wir gefunden hier. Wunderbar. Nur Kram. Nein, wir haben nicht nur Kram gefunden, aber wir haben viel Kram gefunden. Ey, ich kenne guten Blog, nurkram.de, schaut mal vorbei. Hältst du das bitte dein Maul? Warum? So. Manche verlangen Geld dafür, dass man sowas sagt. Okay. Okay, es gibt keine Möglichkeit für mich, dieses Wither Skeleton zu verdoppeln. Also spawne ich das jetzt einfach hier und wir boxen uns damit. Ah nein, das war falsch. Was ist denn passiert? Ich hab's nicht in den Pulverizer getan. Tu's doch in die Chest. Nein, ich hab's in den Smelter gepackt, aber das macht ja keinen Sinn. Alter, guck mal, wie viel Lapis wir bekommen. Wir bekommen 24 Lapis aus einem Ohr. Boah, wie viel willst du denn enchanten, ey? Na, ich pack das hier in den Energy Condenser. Und das ist 1.7. Man braucht noch keinen Lapis zum Enchanten. So, ich pack das einfach alles. Guck mal, das ist pures EMC. Da können wir irgendwas Tolles draus craften. Ach, wir haben ja eine Chest da hinten. Ja. Ach nee, haben wir nicht. Hier tue ich das rein. Gut. Nimm mal ruhig alles Lapis, was du hast, raus und tu das in den Energy Condenser. Oder ich mach das. Mach das. Weil das brauchen wir überhaupt nicht. Wir können irgendwas Nützliches daraus machen. Zum Beispiel. Tja. Keine Ahnung. Zum Beispiel Sugar Canes. Ey, da ist ein Steak drin. Ich werde Sugar Canes aus dem Lapis machen. Bam. So, das wird ziemlich viel Sugar Canes geben. Und warum mache ich Sugar Canes aus dem Lapis? Er hat's ausgestoßen. Was? Was? Oh, wir haben das erste Plutonium-Ingot. Aber wunderbar. Ich weiß nicht, bei wie viel. Der ist jetzt auf 200 wieder. Das könnte doch 1000 sein. Wahrscheinlich bei 1000, ja. Gut, ein Plutonium-Ingot. Für die Zuschauer, die nicht verstehen, was passiert. Genau, erklär das mal, was ich vollbracht habe. Also der Reaktor braucht, um zu laufen, Jellorium oder alternativ Uran. Und wenn der dieses Jellorium verbraucht hat, dann wird es zu einem Cyanide-Ingot. Und dieses Cyanide-Ingot kann man also zwei Cyanide-Ingots und ein Eimer Wasser sind im Cyanide-Reprocessor ein Plutonium. Und dieses Plutonium kann man auch als Treibstoff benutzen. Das heißt, wir bekommen aus der Hälfte unseres Abfalls Treibstoff wieder, was wir wiederverwenden können. Aber ich glaube, das Plutonium bleibt ohne Abfall zurück. Also wir können es nicht nochmal benutzen. Genau, deswegen auch die Kiste, dass wir eventuell nochmal Jellorium nachschmeißen können. Können wir sowieso. Hier sind noch anderthalb Stacks drin.
Und hier ist noch ein Cyanide-Ingot. Ja, sehe ich gerade. Nein, nein. Doch, hier ist noch ein Cyanide-Ingot in der Chest gewesen. Ach so. Kann ich gleich in den Cyanide-Reprocessor reintun. Richtig. Oder in den Output. Ach so, der Aqueous... Ja, nee, ja? Kann ich nicht. Der Aqueous Accumulator nimmt es unter dieser unauffälligen Grasblock-Barrikade auf, oder? Ja. Sehr unauffällig. Ja, du kannst das ganz aufmachen hier. Und hier geht's dann ein tiefer. Ja. Also jetzt sind zwei Blöcke, damit ich das hier wieder zumachen konnte. So. Geht hier hinten. Warte. Okay. Da. Ja, man sieht unter der Chest, weil man dran vorbeigucken kann. Ja, geht hinten, geht von hinten an den Reprozessor. Mhm. Ja, könnte man jetzt eleganter machen mit Fassads. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man ein paar Kabel sieht. Aber ist in Ordnung. Glenwan, ich habe irgendwie... Ich hatte ja eben ein Wither-Skeleton gespawnt, nicht wahr? Hast du schon gespawnt? Ja, hatte ich gespawnt und getötet. Aber ich habe das Spawn-Wither-Skeleton-Ei immer noch. Und eben wurde mir als Anteil darunter 111 angezeigt. Wenn man sich mit Not Enough Items eine unendliche Anzahl an Blöcken reincheatet, steht da 111. Ich habe die aber aus einem Undertaker. Ich habe keine Ahnung, ich habe es immer noch. Ich klicke jetzt einfach mal. Oh. Ah. Da, Ektoplasma. Oh. Hä? Da war ein Geist. Du hättest Ektoplasma bekommen können. Mann. Junge, ist wirklich so. Der Geist ist wieder losgeflogen. Aber diesmal habe ich kein erneutes Wither Skeleton Spawn. Wither Skeleton Skeleton. Du könntest ja noch weiter treiben. Naja gut, also wenn man so viel Angst vor seinen Maschinen hat, dass man sie nicht zeigen will. Ich finde, das darf man ruhig sehen. Jetzt sieht es aus wie eine Fabrik. Nein? Doch? Nein, ich habe was falsch gemacht. Es fällt ja ein Nein zu sagen. Aluminium Grid aus Immersive Engineering? Wo kommt das denn her? Was können wir mit Soul Sand machen? Deine Seele befreien. Keine Ahnung. Nee, irgendwie nichts Sinnvolles. Ist nur dekorativ. Wir können Seelen-TNT herstellen. Wie wär's? Interesting. Oder eine lebende Seele. Warte mal. Gib mir mal ein bisschen... Ja, das klingt bestimmt fast, Gunpowder. Das klingt fast wie so ein Pet in so MMOs. Ja, genau. Living Soul. Wir haben kein Gunpowder? Haben wir denn nie irgendwelche... 1, 2, 3, 4. Haben wir denn nie Creeper getötet, dass wir kein Gunpowder haben? 1, 2, 3, 4. Warte mal, lass mich mal kurz rechnen. 9 brauche ich, dann muss ich 12 Stahl herstellen. So. 1, 2, 3, 4. Und 24 Coal. Zack. Und zack. Dauert jetzt ein bisschen. Was war so lustig? Guck mal. Ich habe ein Soul TNT gecraftet. Wo wollen wir das sprengen? Das ist nur statt Sand Soul Sand und Oh nein! Und Dingens. Was ist denn jetzt los? Ich brauche mehr Graphite. Ich werde jetzt diesen TNT-Block sprengen. Mach das. Aber nicht ganz oben auf dem Berg, oder? Das ist ein normaler TNT-Block, der wird nicht viel machen. Hier, den Holz, das Holzgebilde. Was? Oh, ja. Guck mal hier. Ja. Wow. Du warst noch im Radius. Und ich habe Slowness bekommen, das war eine ziemlich große Explosion sogar. Slowness 3 für 2,5 Minuten. Mhm. Guck mal hier. Catch me if you can. Living Soul, guck mal. Ich weiß nicht, was das macht. Was ist das? Ich weiß nicht, was das macht. Das Icon, ey. Moment, kann man es platzieren? Nee. Ey, die Augen bewegen sich sogar. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, was man damit macht. Hä? Ich kann es nicht platzieren, keine Ahnung. Muss ich mich einlesen? Weiß ich jetzt nicht. Am Zaun kann man zumindest rechts klicken, aber es passiert nichts. Ja, du kannst überall... Ach so. Nee. Ja, das kannst du an einem Zaun immer wegen der Animation, wenn du eine Leine ranmachst. Du kannst mit allem rechts klicken auf den Zaun. Garnis Nether, der hat auch was geraucht, ey. Ja. Von dem ist ja auch Poop. Keine Ahnung, natürlich. Was wir damit machen sollen. Oh! Hübsch!
Alter, was hast du getan? Ich habe unser gesamtes Lapis in Sugarcanes verarbeitet. Boah, ich hab Bock auf Zucker, ey. Keine Panik, alles wird sich klären. Die Bienen kommen gleich und wollen den Zucker klauen. Ah, nee, du guckst ja gar nicht zumindest. Achso, nein. Ich werde jetzt noch einen Fermenter bauen. Ja, ich habe mir Zucker für meinen Tee geklaut und ich werde es immer wieder tun.